Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Röntchen Among Us. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge. Wir sind nämlich heute wieder mit TT und Friends unterwegs. Das heißt, es wird wieder ein bisschen chilliger. Wir haben insgesamt 9 Runden, die jetzt in den nächsten 3 Tagen kommen. Es ist alles Mögliche mit dabei. Super Detektivarbeit, super Imposterarbeit, ein paar Fails, ein paar Funny Moments. Naja, ihr kennt's. Among Us halt. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich selber über den Support freuen. Und jetzt geht's los. Töten. Wobei ich die Erste war. Okay, neue Runde, neues Glück. Ja, wie Lust. Warum konnte ich die Person da sehen? Badetautau. Ja, das wird ja schnell gelöst werden, ne? Was ist passiert? Tautau wollte Big Brain machen, war aber nichts. Ja. Was ist passiert? Tautau hat einfach den letzten gekillt, der weggegangen ist, aber es kam noch mehr als genug Leute zurück und haben es gesehen. Okay, wir haben alles gesehen. Nee, wir verlieren das jetzt 3 Leute davon, also ich bin der Einzige, was umdreht ist. Wait, ja, aber wollen wir jetzt einen Panda töten? Ja. Es war keiner in der Nähe, der den hätte töten können. Tautau, da war niemand mehr außer Nefi und du. Nein. Julius ist die andere. Direkt. War ein guter Versuch. Warum hast du das nicht gemacht, als alle im Stack standen? Also, ja, das hat er vielleicht versucht, aber. Einfach am Ende. Julius, gute Runde. Nee, Ist das zweite mit dem Triggerfinger? Zack, hat's gemacht. Ja. Oh, dass wer auch immer jetzt der Solo-Spieler ist, der muss jetzt das 1v6 spielen. 1v7, oder? Ja. Könnte aber gehen. Also ist ja immer abhängig davon, wer wann irgendwo wo rumläuft. Also ist jetzt nicht das Unmögliche. Da noch eine gute Runde zu bespielen. Also da kommt wer. Warum sind das nur One-Way-Gläser? Steht direkt vor dem, wo man die Lasersensoren abgehen kann, nach links zur Quarantäne. Laser? Also direkt im Eingang zur Quarantäne, noch vom Flur. Also Julie kam direkt, nachdem du runtergelaufen bist, oder bevor du runtergelaufen bist, kam sie nach oben. Okay, ja, kam von der Cafeteria. Aber Orange kam mir auch gerade entgegen. Was meinst du, Katze? Bei Medbay oder wie? Der Raum über Medbay ist der, wo die Sensoren sind. Und davon, der linke Raum, ist ja der Eingang zur Quarantäne. Den meine ich. Genau in dem Türrahmen. Also darf ich den Fall lösen? Julie kann auch den. Darf ich den Fall wirklich lösen? Darfst du, ja. Okay, nur wenn ihr mir das zutraut. Wir voten nicht bei sie. Ihr bleibt am Tisch stehen und ich check die Logs. Okay. Ja, okay. Aber ich kann sagen, dass, glaube ich, Orange ist. Orange kam gerade nämlich aus der Richtung raus. Wir skippen und wir lassen den Detective da. Okay, wir bleiben. Was ist, wenn Reaktor ist? Wir brauchen Plan B. Max glaubt an den D. Es bewegt sich keiner aus. Ja, genau. Wehe, wenn wir hinterher. Was ist, wenn Reaktor ist? Das sagst du, gut, dass du das jetzt sagst. Du musst, hallo, die ist doch nicht dumm. Du musst jetzt drei betiteln, die dann hingehen. Die anderen bleiben am Tisch. Drei Leute sind hin. Wer? Vex, Julie und Crunchy gehen zum Reaktor. Okay. Was? Warum? Hier drei, das schaff ich doch. Wenn Reaktor. Nein. Crunchy hat doch gerade Orange gekonnt, ihm doch irgendjemand. Ja, egal, wenn einer stirbt, weiß der andere aber, wer es war. Das ist doch voll smart.
Das ist mega. Aber wenn der Orange ist gerade im Gegenkommen aus dem Gang raus. Ja, ich sterbe wegen dir. Denk dran, weg, Julie, und erst wenn der Alarm los ist, geht also hier los. Also dreh dich um. Nein, darf ich in Sven gucken? Ich check die Log. Laut. So, wer war denn da nicht mehr am Tisch? Max, wo bist du hingelaufen? Aber laut den Logs in der letzten Runde hat Julie gelogen. Sie kam nicht Cafeteria hoch, sie war unten links zu sehen. Ich habe Julie von Anfang an verteidigt. Also Julie, du hast sie ja... Sie hat auch Tautau verteidigt. Julie, in der letzten Runde hast du gesagt, du bist von Cafeteria hochgekommen, richtig? Ja. Ja, das stimmt aber nicht, du bist durch den linken Sensor gelaufen. Hä? Ja? Ja? Ja, komm, weg. Nicht so ohne. Aber ganz kurz, wir sind noch weiter. Aber ganz kurz, wenn das jetzt... Wenn ja, aber wenn, Moment, meine Aussage stimmt, aber Julie kann ja trotzdem sich vertan haben. Ja, aber sie hat doch jetzt gerade nochmal gesagt. Ja, jetzt bin ich auch verwirrt. Okay. Wenn es jetzt dann gleich nicht zu Ende ist, haben wir ein echt schweres Ziel. Aber dann war meine Aussage trotzdem richtig. Ja, das ist richtig. Ja, du bist jeglich. Also, du bist über allen Zweifel gerade erhaben. Ist alles gut. Ja! Oh, ja, oh, was für ein guter. Ja! Hallo, hab ich dir schon mal gesagt? Ja, sorry, Julie, ich muss sagen, ich hab den Kick-Button gedrückt, das ist noch nicht weg. Das war dann bei dir den Kick-Button geschaut. Was wolltest du sagen, Tim? Dass du ein toller Mensch bist, Daniel. Warum? Das ist großartig. Ich hab mich gut ausgeben. Ich lauf schon mal los. Okay, nichts. Der Erste, der weg ist. Also meine Vision reicht nicht. Tim. Crunchy. Mach jetzt mal nicht. Dadosh. Tim Crunchy Dadosh. Tim Crunchy Dadosh. Oh, bitte nicht Dadosh. Ich muss besser als Inno spielen üben. Das wird noch ein, zwei Mal failen, bis ich mir dann eine gute Strat rausgesucht habe. Ich muss halt eigentlich immer hoffen, in einer Gruppe unterwegs. Oh, scheiße. Dauert das ungefähr? Wo ist er? Oh. Okay, ich bin nicht der Erste. Juli. Wieso kommst du nicht immer aus Räumen raus, wo Leichen drin liegen? Hä? Warum bin ich aus... Wo war eine Leiche? Radio Room. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe. Ich habe einfach Report-Button aufleuchten sehen. Okay. Und da kamst du rausgelaufen. Ich schätze mal... Juli hat am Anfang auch die erste Quest gefaked. Welcher Raum sagst du? Im Radioraum, da wo man die Comms herstellen kann. Da war ich nicht drin gerade. Da kamst du gerade raus. Gerade. Hey. Ich stehe im Gang. Ich laufe im Gang gerade. Was ist denn jetzt wirklich der Radioraum? Also rein aus Interesse. Also... Das ist da, wo man Licht wieder anmacht, wenn... Achso, Electric würde ich das nennen. Ja, okay. Ja, das ist auch aber da waren noch andere Leute gerade. Warum hätten die dann die Leiche nicht gesehen? Warum jetzt ich? Also ich glaube, Grün und Pink sind gerade hochgelaufen, oder? Wait, Pink? Also ich weiß nicht, ob Nefias oder ob Tim gestorben ist, aber ich habe nur gesehen, dass Juli rausgelaufen ist. Da ist dann Pink und Grün, die mir gerade entgegengelaufen. Also ich bin mir nicht sicher. Wenn der Report-Screen kommt, dann siehst du ja...
wer gefunden wurde. Und ich bin meines wurde Tim gefunden. Also ich kann sagen, ich bin unschuldig. Ja, meine ID-Nummer ist 66523. Oh. 66523 ist meine Nummer. Wisst ihr, dass Tim gefunden aber das ist meine Nummer. Aber die Quest haben wir doch gar nicht. Beim Report die gleiche. Mandalu! Wie sah denn so die Farbe von der Person aus, mit der du hochgelaufen bist und in dem Raum drin warst? Hellgrün-Pink waren das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, oh Mann. Und Juli, was hast du gesagt? Ich bin gerade im Gang hochgelaufen. Achso, ja, warte, aber ja, Pink ist doch jetzt tot. Ja, Pink ist tot. Dann hat sie doch auch jetzt Juli getroffen. Ja, aber Vex hat die Leiche. Ich war gerade oben noch bei O2. Aber Vex hat, glaube ich, auch Quests gemacht. Also so, normalerweise als Imposter läuft er immer verwirrt durch die Gegend. Okay, jetzt das stand da bei Quest am Ziel. Juli, welche Quest hast du denn eben am Start gemacht? Also ich habe Juli gegossen. Am Start, meine ich. Ach so, am Start. Oh. Ich will Juli. Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, wenn es nicht so ist. Mir tut es auch leid, Juli. Mir tut es nicht leid. Doch, ehrlich. Juli, es tut mir leid. Juli. Habe ich falsch gesagt? Nö, alles gut. Der Reaktor hat noch 20 Sekunden und Taro denkt sich, joa, mach mal Electric, hä? Crunchy da geguckt. Weg, ihr beiden. Scheiße. Ich bin gerade hochgelaufen und hatte den Report-Button spammen können. Yep. Also bevor da, der... Wo kommst du denn gerade her? Sag mal. Ich bin mit Kontamination... Er kommt aus Kontamination raus. Ja, genau. Also ich bin Kontamination so, mit... Moment, ja, ich war gemutet. Hört ihr mich jetzt? Ja. Ich war Kontamination mit Crunchy und Grants. Hab 3-4 Mal gecheckt, ob da eine Leiche liegt. Wir sind runtergelaufen. Ich bin hochgelaufen, hat den Report-Button gespammt. Irgendeiner war oben noch in dem, wo man Blumen gießen kann. Wer war das? Das war ich. Und ich war zusammen mit Vex die ganze Zeit. Und weißt du, wer den Mord begangen hat im Admin-Raum und sich unterm Tisch versteckt hat? Es war feine Katze und ich habe ihn noch gesehen. Ich wollte mir das aufheben fürs Ende, aber ich war ready. Das war so gut gesagt. Ich glaube, die reporte ihn jetzt. Hallo, Leute. Warte mal, Vex und Darmstadt, ihr wart die ganze Zeit zusammen, oder? Die waren zusammen oben. Die sind gerade von oben auch runtergekommen. Ich habe auch Vex gesehen. Ja, die waren zu dritt. Ja, und ich habe den Mord auch komplett gesehen. Nein, du wirst das nicht. Eine Leben. Wenn jeder einen covern kann, nur du dich nicht. Ich habe Tautau, ich kann es sogar beweisen, als du Tautau gekillt hast an dem Pult, ist seine ID-Karte, die er gerade in der Hand hatte, mir entgegengeflogen und ich kann noch die Zahlen 3411 und die letzte ist blutverschmiert erkennen, ja, nur damit. Da waren Pfosten drauf oder? Mit dem Flur gestorben. Nein, am Admin-Table, direkt am Eingeben. Und du hast dich unterm Tisch versteckt. Ja, ich hab dich doch. Items, erzähl doch jetzt nicht, komm, guck dir den Clip an. Guck mal den Clip, Nico, bist du im Foto in den Ja, komm jetzt, geh doch. Das Ding ist jetzt vorbei. Ja. Ich habe mit auf den Trailer gewotet, ich bin in Erinnerung. Aber Dalu konnte mich nicht unterm Tisch sehen. Ich habe dich wirklich gesehen. Ich war im Vent. Ja, aber nee, ich habe die Kill-Animation gesehen und wie du runtergegangen bist. Oh, jawohl. Ich war schon länger da, Alter. Ja, gut, nimm dir das übel an. Ja, Juli, habe ich dich wirklich gesehen? Es war doch grün, Pink, dass ich gemerkt habe. Ja, durchaus richtig, korrekt. Okay. Haben kann sie, check. Juli, skrupellos. Ah, arme. Juli ich stehe als Inno und als Imposter fliegt sie auch wieder. Mann, ich wäre gerne Imposter auf der Map gewesen, die ist schön. Ich
Grand Snefi Tautau, aber einer ist vorgerannt. Grand Snefi Tautau, wie konnte ich Vex einholen? Kann mich natürlich vorher gesehen haben. Komm schon. Stardosh-Items. Nefi kam von oben. Was? Ach so, ein Lag. Okay, ich hab's mir schon gedacht. Das fand ich schon komisch. Am Spawn ist eine Leiche von Crunchy. Es da konnte ich nichts machen. Drei Leute schon. Absolut. Der nächste, der da ist. Pass auf! Tim löst den Fall. Tim hat's durchschaut. Achtung, oh Gott, Tim, folgende Geschichte. Nee, Tim löst den Fall, Leute. Ich war gerade unten im hier Communication und hab die Sensoren durchgeschaut, ja? Und ist gerade folgendes passiert. Dalukat hat den nördlichen Sensor gepasst und 0,3 Sekunden später hat Tautor den nördlichen Sensor gepasst und jetzt ist Dalu tot. Also wenn das nicht für Tautor spricht, dann also. Du weißt aber auch, dass beim nördlichen Sensor 3 Vents sind. Ja, aber das war literally eine halbe Sekunde, bevor die verteidigen. Das war eine halbe Sekunde, bevor das reported wurde. Aber dann hätte Tautor ja sonst reporten müssen. Grants Items und ist in der Cafeteria auch ziemlich lange schon. Das war also pass auf. Oben und hab den O2-Filter gereinigt. Das war gerade eine halbe Sekunde, bevor das Meeting gecallt wurde und Dalu und Tautor sind praktisch zeitgleich durch den Sensor durchgelaufen. Wenn Dalu sagt, dass da oben 3 Sensoren gibt, dann kann ja Dalu. Es gibt dort nicht 3 Sensoren, sondern 3 Vents. 3 Vents hat Items. Pass auf, der Kill ist literally zeitgleich mit dem Report passiert. Grants und Items waren unten bei mir, weil als das Licht ausging, ja, Nefi auch. Davon ausgegangen, dass er eine Leiche ist. Ja. Wenn Nefi auch war, haben wir 4 Leute da. Tim war bei den Sensoren, das heißt Vex, Tautor waren alleine, die beiden sind sehr suspicious. Tautor ist hinter Dalu hinterher. Dalu ist tot, also Tautor ist es. Ich würde gerne Vex hören zu der Sache, weil wenn Tim hat doch gerade selbst gesagt, dass zeitgleich mit den Sensoren dem Kill der Report passiert sein musste. Also das bedeutet, Vex muss neben der Leiche stehen. Ich müsste auch wissen, nee, aber Vex hat eine andere Leiche. Vex hat ja nicht unbedingt Dalu reportet. Das sind 3 tot. Das kann ja auch. Bin an Spawn gegangen, um meine Quest zu machen. Items muss dritter Imposter sein, nicht zweiter. Wer war das? Crunch Items das verteidigt einen Imposter gleich Innocent. Ja, genau, Tautor ist raus. Oh, Tautor fliegt raus! ja, natürlich. Was mit Items, weil du einen verteidigt hast? Ein Monatsgeld. Ja, Items oder Items war bei uns. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand gekillt hat. Das ist schade. Ich bin auch grundauf sympathisch, also ich töte auch keine Leute. Es tut mir leid. Ist das eine rhetorische Frage? Steht gerade im Chat. Ich hab da eine Frage gestellt. Oder worauf ist das bezogen? Das mache ich meine Quest fertig. So. Das was jetzt den Rausvote halt wirklich sicher gemacht hat, ist, dass die Ausrede mit dem Vent nicht sein kann. Weil es ist halt wirklich. Dalukat passed the sensor, Tautor passed the sensor und danach wurde reported. Also da war nicht mal die Möglichkeit, dass der Kill hätte im Vent stattfinden können. Ich hab's doch gesehen und ich wusste das nicht. Tautor ist hier rausgekommen aus dem Vent und den kannte ich nicht. Ich hatte mich ja gerade, als ich oben war, gewundert, warum er hinter dem Ding hervorkam. Warum sollte man den Vent nutzen? Da bist du richtig am Arsch. Vex braucht ganz schön lange. Vex hat das nicht gemacht.
Den Vent kannte ich wirklich nicht. Ich hatte auch keine Zeit zu gucken. Selbst wenn ich den mal benutzt habe, das ist keiner, den ich taktisch verwenden würde. Außer Licht ist aus, dann natürlich ja. Aber Tautor ist mir hier entgegengekommen und das fand ich... Weil das ist ja wirklich ein Weg, wenn du hier lang läufst, hier kommt ja kein Inno her. Das ist echt ein mies platzierter Vent. So. Gucken wir mal, ob Vex wirklich der andere ist und ob er gerade den Task nicht gemacht hat, der Bengel. Wo ist er? Ah, was machst du denn da? Bewegst dich aber ganz schön oft hin und her. Ich sag jetzt einfach mal, du bist es. Komm, mach was. Ah, nochmal umentschieden. Ah, ja, 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 ja. Scheiße, wo sind denn die Tasks, die Vex noch machen muss? Oh, wieder anders. Klassische Vex. Dadurch, was zur Hölle? So. Da stand gerade Items gekillt und dann Self-Report. Kann er das jetzt durchbringen? Kann er das jetzt durchbringen? Ich bin von oben nach unten gelaufen. Vex ist über die Leiche gelaufen. Ich bin über die Leiche gelaufen. Ich habe Report gesehen. Achtung, jetzt kommt Dadosh. Okay. Vex hat aber auch, war auch der Einzige, der beide Dinger ausgemacht hat. Nefi kam mir von unten entgegen. Das heißt, Nefi war es. Nein, Dadosh. Ganz safe nicht. Ich bin mit Grants gerade. Oh, ich habe mich vertan. In einem Raum. Das zusammen. Ist Dadosh. Und ich bin dir jetzt nicht entgegengekommen. Ich würde sagen, wir wollen Dadosh. Der shootet nämlich gerade auf jemanden, der gar nicht da war. Ich war die ganze Zeit mit Grants zusammen. Ja, aber es muss doch eigentlich weg sein, Leute, wenn wir logisch überlegen. Ja, es waren am Anfang drei Leute tot. Ja, ja. Und von uns, wir waren alle in der Cafeteria mit Items. Also ich weiß nicht, warum man jetzt Dadosh. Wie soll denn einer von uns das gemacht haben? Also ich weiß nur, dass ich gerade runtergelaufen bin und habe gesehen, wie Dadosh die Leiche da gehabt hat und alles reportet. Das Dadosh also Vex holt Dadosh und Dadosh sagt Nefi. Nee, also ich hatte nicht gedacht, dass es Vex ist, weil Vex hat beide O2-Dinger. Bleib mal ganz ruhig. Vex hat beide Dinger ausgemacht, beide Alarmdinger. Also ja, das stimmt, aber er hat oben auch mega lang gewartet, nur um seine Hände in den Schild zu waschen. Ja, ich glaube auch, er hat gewartet, bis jemand da ist, um das zu kommen. Also, aber überleg doch Dadosh, wir waren am Anfang mit Nefi halt in der Cafeteria die ganze Zeit und drei Leute kann nicht einer alleine getötet haben. Das Ding ist, ich habe auch so gewartet, weil ich weiß, dass sonst, ich wurde schon von Anfang an suspected, also muss ich irgendwie beweisen können, dass ich es nicht bin. Es muss dann weg sein, weil, es muss dann weg sein. Also wenn es Nefi ist, dann GG, weil er ist mir von unten entgegengekommen, aber ich weiß nicht, also, I don't know. Nefi also, war eigentlich oben mit uns. Ich war aber nicht die ganze Zeit. Also ich war mit dir die ganze Zeit zusammen. Also der Einzige, der alleine gelaufen ist, war dann Vex, anscheinend. Wenn Dadosh schon Play GG. Ich war die ganze Zeit mit Grant zusammen. Aber Dadosh konnte eigentlich doch auch am Anfang niemanden töten. Lass Vex voten. Ja, also ich bin für Dadosh. Oh Gott, ich weiß nicht, ob es Nefi ist, wenn das jetzt Vex nicht ist. Achtung, ich habe auch für Vex noch einen. Am Ende ist es Grants. Ah, ich hab mir Alter, Dadosh, hast du mir Angst gemacht. Dadosh, hast du mir gerade eben Angst gemacht. Ja, aber Nefi kam ja, ich dachte auch, oh, ich konstruiere mir da im Atmenraum irgendwas zurecht, dass Leute bei Reaktor umgebracht wurden und die Leute weggenommen werden. Wenn er mich am Wänden erwischt hat.